Das hier, das war mein erstes Lehrbuch, womit ich seinerzeit als Kind, Jugendlicher programmieren gelernt habe. Seinerzeit, das war Basic unter DOS auf dem PC, also lang, lang ist her, Ende der 80er Jahre. Und heute ist das ja alles viel, viel einfacher. Man braucht ja nicht mal mehr ein Buch zu kaufen, um in die Programmierung einzusteigen. In diesem Video reden wir deshalb nicht über die Vergangenheit, sondern über die Zukunft, nämlich über junge Entwicklerinnen und Entwickler, die Talente von morgen und wie sie für iPhone, Mac und sonstige Geräte programmieren lernen. Also bleibt dran. Die Weltentwicklerkonferenz 2022 naht und es ist gute Tradition hier beim Apfelfunk, das Thema Entwicklung ein wenig zu beleuchten. Letztes Jahr, da ging es um große Apps in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern und wie die entstehen bzw. wer dahinter steckt. Und heute soll es mal darum gehen, wie in deutschsprachigen Ländern junge Menschen zum Programmieren kommen und dabei auch erste Erfolge feiern. So etwa bei der Swift Student Challenge, die Apple jedes Jahr ausrichtet. Die diesjährigen Gewinner stehen fest und es sind wieder sehr talentierte junge Menschen, die mitgemacht haben. Einige haben sogar schon Apps im App Store. Da ist zum Beispiel Leon Böttger. Der 21-Jährige hat die Multitimer-App Loop im App Store und hat die Challenge zum ersten Mal in diesem Jahr gewonnen. Der 23-Jährige David Knote, der ist schon weiter, der hat sogar schon zum dritten Mal gewonnen und im App Store gibt es von ihm Superflow, ein sehr lustiges Spiel. Aber es gibt natürlich auch junge Frauen, die entwickeln. Und eine davon, die jetzt zum zweiten Mal bei der Challenge teilgenommen und gewonnen hat, ist Lena Mathea Stöcksen. Sie ist 20 Jahre alt und mit ihr spreche ich nun. Ja, Lena, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Swift Students Challenge. Erzähl mal, mit was für einem Projekt hast du denn daran teilgenommen? Ja, also früher hat man immer einen Playground gemacht und jetzt kann man ja dank Playgrounds 4 ganze Apps erstellen in iPad Playgrounds oder auch auf dem Mac. Und ich habe dann, also wir haben bei uns in der Uni Assembler gelernt und binäre Rechnungen und das konnte ich halt gar nicht, weil ich das auch noch nie vorher gemacht hatte. Und deswegen war das so ein bisschen so, okay, ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Und dann habe ich das immer gegoogelt und das hat mich ein bisschen genervt, dass ich das vorher nie gemacht habe. Und dann habe ich halt so eine kleine App geschrieben, in der man dann Assembler und binäre Rechnungen lernen kann. Also man muss dann halt so, also es ist halt, man sieht dann halt an der Seite ein 8x8-Register und das sieht dann so ein bisschen aus wie Pixelart. Und dann muss man halt so kleine Bilder damit nachzeichnen mit Assembler und dann binären Rechnungen halt. Also du bist also zu Swift dann schon gekommen über dein Studium. Das war jetzt nicht deine erste Programmiererfahrung, die du mit der Programmiersprache Swift gesammelt hast. Ich habe schon vorher mit Swift programmiert. Ich habe Swift war die erste Sprache, die ich gelernt habe und alles andere kam dann später. Wie bist du zu Swift gekommen? Also was war so der Auslöser? Also ich habe ein Auslandsjahr gemacht und was einem halt vorher immer gesagt wird, ist, ja, da kommt so eine, also wenn man da hinfährt, dann ist erstmal alles super und alles toll und dann kommt irgendwann so eine Phase, in der alles irgendwie richtig scheiße ist und niemand mag irgendetwas mehr. Und ja, das hatte ich auch. Das ist mir aber in dem Moment nicht so richtig aufgefallen, sondern nur, dass es mir irgendwie nicht so super ging. Und da habe ich halt ziemlich viel gegoogelt und habe halt überlegt, was ich denn so als Hobby machen könnte, weil ich habe da halt keine richtigen Hobbys gehabt so und da habe ich mir halt das halt da halt mehrere Sachen durchgelesen und ich habe dann tatsächlich einen Artikel über jemanden, der da bei der WWDC damals war und dann erzählt hat, wie toll das da war und dann dachte ich, oh, das will ich auch und Programmieren kann ja auch nicht so schwierig sein und da habe ich mir halt Programmieren beigebracht und ja, da bin ich dann halt bei Swift gelandet und hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt müssen wir aber mal kurz ins Jahr 2014 zurückflitzen. Es war das Jahr, als Apple auf der Weltentwicklerkonferenz eine neue Programmiersprache vorstellte, Swift. Swift tritt an, Objective-C abzulösen, was jahrelang und bis heute treue Dienste geleistet hat. Warum aber der Wechsel? Nun, Swift soll einfacher und interaktiver sein, so wie es viele von populären Skriptsprachen kennen, also einladend auch für neue Entwickler. Und gleichzeitig soll die Sprache leistungsstark und effizient sein, ganz so wie bei anderen kompilierten Sprachen. Und noch ein Vorteil hat die Neuerfindung. Apple hat eine Reihe von Fallstricken eliminiert. Zeichen und andere Dinge, die Generationen von Entwicklern verrückt gemacht haben, die zu Programmierfehlern geführt haben, sind aus dem Weg geräumt. Mit sogenannten Playgrounds besteht zudem die Möglichkeit, interaktiv und augenblicklich zu sehen, was der geschriebene Programmcode auslöst.
Und der Einstieg war dann über Playgrounds oder bist du dann oder hast du klassisch das Buch gelesen und dich in Xcode versucht? Xcode mit Buch, tatsächlich. Oh, tatsächlich. Also das war noch ein Apple von Apple ein Buch direkt, was ich dann gelesen habe. Und das war zwar, also der Titel hieß zwar, dass es auf Deutsch wäre, es war aber nur zur Hälfte auf Deutsch und dann war es irgendwie auf Englisch, ich weiß auch nicht genau warum. Und ja, das war ganz lustig, das dann zu lesen. Und daneben, also da waren halt dann so kleinere Programmieraufgaben und dann später waren dann, also der Teil, der dann nicht mehr auf Deutsch war, das waren dann halt, also man hat dann halt Sample Projects bekommen und die sollte man dann halt nachprogrammieren und so. Die Entwicklergemeinde ist ja mal gespalten, was Swift UI angeht. Einige sind ja ganz begeistert davon, bei einigen fehlt da noch etwas. Wie geht dir das? Nutzt du auch schon Swift UI? Ja, also das Projekt jetzt für die Swift Student Challenge habe ich auch komplett in Swift UI gemacht. Ich finde, Swift UI ist einfach deutlich einfacher. Das finde ich ganz schön, wenn man so was Kleines basteln möchte und sich halt nicht so viel darüber Gedanken machen möchte, was jetzt Constraints sind und Sonstiges, dann finde ich das ganz einfach, dass man einfach so schnell ein paar Blöcke irgendwo hinschiebt und dann passt das. Und dann kann man sich halt mehr Gedanken über den Hintergrund machen und so. Und das ist dann halt alles ein bisschen, also ich finde es halt persönlich ein bisschen einfacher. Aber wenn man zum Beispiel mit irgendwas mit einer Kamera machen möchte oder mit, was ich ja gerne mag, AR arbeiten möchte, dann braucht man jedoch UI und also dann braucht man UI-Kit und ja, ich finde den Übergang zwischen UI-Kit und Swift UI noch nicht so super. Also es gibt da ja diese Delegates, die dazwischen hin und her funken sollen, damit du dann Informationen austauschen kannst. Und ich persönlich finde das jetzt nicht so intuitiv, was dann da genau, also die finde ich ein bisschen schwierig aufgebaut. Wie bist du denn vorgegangen während der Lernphase? Hast du dir gleich ein konkretes App-Projekt ausgesucht oder bist du erstmal so über die Theorie herangegangen und hast dann einfach verschiedene Dinge ausprobiert, ohne jetzt konkret das Ziel einer App zu verfolgen? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ich habe ich habe eigene Ideen gehabt, was ich dann programmieren wollte. Also erst natürlich nur diese Sample-Projects und dann später aber auch, also was ja immer das erste Projekt ist ein Taschenrechner und das fand ich so richtig doof. Weil ein Taschenrechner fand ich einfach super langweilig und dann habe ich halt so eine App gemacht, mit der man halt aufzeichnen kann, wie viel man trinkt am Tag. So. Mhm. Und das fand ich halt ganz interessant so und dann habe ich da halt Tutorials für gelesen, für so kann man so Übergänge machen zwischen verschiedenen Views, so kann man was hinzufügen im Datensatz später und ja, habe dann das so selbst zusammengelernt, also dann immer die Teile gegoogelt und dann gelernt, was ich dann gerade gebraucht habe. Ja. Yeah. Du sagtest, du studierst Informatik. Ist dein Berufswunsch denn aus oder erst mit dem Swift-Programmieren oder mit dem Programmieren entstanden oder war das schon ein länger gehegter Berufswunsch, den du dann sozusagen perfektioniert hast? Nee, das war relativ spontan, dass ich mich entschieden habe. Also ich wusste sehr lange gar nicht, was ich machen wollte. Ich wollte auch eigentlich nichts mit Programmieren machen. Also ich war halt nicht der Meinung, dass ich wirklich programmieren kann. Sehr lange und dann war das halt, ich habe die erste Double, also letztes Jahr habe ich schon gewonnen bei der Swift Student Challenge und danach dachte ich dann so, vielleicht wäre Programmieren doch was ganz Nettes so als Beruf und dann habe ich mich halt beworben und habe dann zum Glück einen Job gefunden auch und ja, bin ich ganz glücklich, dass das jetzt gepasst hat mit dem dualen Studium. Was bedeutet es, die Challenge zu gewinnen? Also welchen Preis bekommst du dafür? Man bekommt halt ein Jahr dann eine Mitgliedschaft in dem deren Developer-Programm und man bekommt dann halt noch so kleinere Sachen dazu. Also letztes Jahr gab es einen Pullover und links noch so Anstecker und da war noch irgendwas. Eine Mütze, ja. Also es sind halt so. Ja, also es sind halt so ein paar Kleinigkeiten so. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand aber, für mich hat es halt hauptsächlich bedeutet, dass ich mir sicherer war darüber, was ich kann und was ich halt nicht kann. Denn ich finde das immer ganz schwierig einzuschätzen und ich lasse mich dann auch richtig stark verunsichern und glaube nur auch nicht, dass ich irgendetwas kann. Und ja, da hat mir das irgendwie sehr geholfen. Ich meine, mit dem Gewinn der Student Challenge jetzt zum zweiten Mal, würde ich ja fast behaupten, gehörst du ja zur heranwachsenden Programmiererelite Deutschlands fast schon, oder? Ja, weiß ich nicht. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Zumindest was jetzt die Programmierung in Swift angeht und für Apple-Produkte.
Ja, also ich mache das ganz gerne. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich finde das tatsächlich sehr entspannt, wenn ich dann so irgendwie in JavaScript irgendwas gemacht habe und das läuft alles nicht. Und dann kann ich zu Swift wechseln. Das läuft dann zwar auch nicht direkt, aber es ist trotzdem deutlich entspannender als JavaScript, finde ich. Hast du denn schon weitere App-Projekte, die du verfolgst, oder magst du die überhaupt verraten? Ja, kann ich machen. Also ich arbeite momentan an einer App, mit der man chronische Krankheiten verfolgen kann. Und dann, also da kann man sich dann halt aufschreiben, wie stark man halt Symptome erlebt momentan, und dann soll das Ganze halt in der Statistik erfasst werden. Und an der Statistik arbeite ich noch. Das ist ein bisschen schwieriger, als ich gedacht hatte. Das glaube ich, das glaube ich. Ja, dann bleibt mir nur viel Erfolg zu wünschen und herzlichen Dank. Danke. Ja, nach diesem Gespräch ist mir nicht mehr bange um die Zukunft und die Talente von morgen. Wenn ihr auch damit liebäugelt, programmieren zu lernen, dann probiert doch einfach mal Swift Playgrounds aus. Die App von Apple gibt es kostenlos im App Store und da habt ihr Lektionen und sehr viele Anleitungen. Ihr könnt ja mittlerweile sogar damit echte Apps machen, die auch in den App Store hochgeladen werden können. Also das ist ein wunderbarer Einstieg, aber natürlich gibt es auch tolle Bücher und Internetseiten, die euch da weiterhelfen. Also ich möchte sagen, es war nie so einfach, in die Programmierung reinzukommen wie heute. Und selbst wenn ihr nicht die großen Programmierer von morgen werden wollt oder werdet, dann ist das auch kein Problem. Dann versteht ihr zumindest deutlich besser, wie euer iPhone, wie eure Apps, die ihr jeden Tag benutzt, eigentlich genau funktionieren und dass es eigentlich auch kein Hexenwerk ist, dafür Software zu schreiben. Jetzt freuen wir uns aber erstmal auf die WWDC 2022. Wir freuen uns auf die neue Software iOS 16 und was da sonst noch kommen mag. Und die Entwickler unter uns und die angehenden Entwickler schauen natürlich auch gespannt darauf, was mit Xcode, was mit Swift passiert, den Programmiersprachen bzw. Programmierumgebungen. Was gibt es da für Neuigkeiten? Welche neuen Schnittstellen hat Apple entwickelt und wird uns dann ja schon mit den ersten Betas direkt nach der WWDC und auf Strecke im Herbst dann in den finalen Versionen zeigen? Ich sage für heute vielen Dank für euer Interesse, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ein, wie ich finde, auch für mich sehr inspirierendes Video, wo ich gleich wieder Lust habe, auch mit Swift zu experimentieren und Apps zu schreiben. Deshalb Schluss mit diesem Video. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.